Guten Morgen, Jutta. Habe ich Zeit für eine neue Folge? Oder immer noch dieselbe. Mal schauen, worauf ich mich am Ende festgelegt habe. Irgendwas wird schon sein. Boah, guck mal an. Jetzt spawnen erst die ganzen Gegenstände drumherum. Jetzt haben wir es das erste Mal live erlebt. Ein einfacher Ofen. Von wegen einfach, guckt euch das Ding mal an hier. Merkwürdige Proportionen. Wollen wir kleiner so einbauen? Ich habe das Gefühl, die Lust, dass wir den brauchen werden. Fertigen. Carbonstahl. Mhm. Neubau und Zinnlegierung. Okay, jetzt können wir jede Menge Zeugs machen. Womit machen wir weiter? Töftef? Da wir es machen können, machen wir es auch. Gummireifen. 3 Stück. Warum steht das dreimal in der Liste? So ein Blödsinn. Bronzebarren. Oh Gott, 6 Bronzebarren. Für diesen Scheiß hier. Habt ihr ja nicht mehr alle. Geht schönes Holz aus. Ich fasse es nicht. Das können wir gleich mal korrigieren. Ich habe auch mich jetzt festgelegt, ich werde dieses ganze. Danke. Dieses ganze Inventar sortieren, das machen wir mal am Abend dann oder so. Wenn wir nochmal in Ruhe resümieren können und reflektieren, wie produktiv wir waren, wie gut der Tag verlaufen ist, wie wohl wir uns gerade fühlen, warum wir nicht zu Katzen in Höhlen folgen. Denkt immer dran, wenn euch eine Katze in eine Höhle führen will. Lehnt es ab. Euer Leben stürzt dann ab. Das muss man auch mal so sagen, wie es ist. So. Dreimal Gummireifen bitte. Am besten immer gleich. Könnt ihr die müssen automatisch dahin? Irgendwo. Was gäbe ich für. Was habe ich hier schon wieder so ein Ding hier? Wow. Das ging aber reichliche Beute in diesem Nest. Ich will jetzt nicht. Gummireifen, danke. Gummireifen, danke. Wie ich ihn hier einfach in die Landschaft stelle. Auch nicht schlecht. Und der bleibt da auch stehen von alleine bei Wind und Wetter. Kleiner Motor mal eins. Halt. Ja, mal eins. Geht klar. Hier drin? Ne, bei Materialien, oder? Ja, bei Materialien. Industrieller Motor haben wir auch schon, schön. Bams. Der sah aber gerade noch ganz anders. Egal. So, Einzelsitze, Kupferbarren. Mhm. Kupferbarren. Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Einzelsitz. Ein Einzelsitz gibt hinten einen Dreiersitz und vorne ist plötzlich gar keiner. Okay, Kupferbahn mal 5 und Glas mal 5. Sollten wir beides haben. Möglicherweise sogar im Inventar. Nur das Glas nicht, geht klar. Nein, Materialien müssen wir. Materialien hier drüben. Bitte, jetzt aber hier. Waren das so viele? Ich habe keine Ahnung.
Wir haben gleich das erste Töfter fertig. Das geht ja doch schneller als gedacht, sobald wir den Tisch haben. Faserstoff mal 6. Und noch ein Einzelsitz. Als ob das Spiel gewusst hätte, dass wir das brauchen. So. Scheiß auf das Dach, wir geben das so ab. Die haben ja keine Spezifikation genannt. Faserstoff mal 6. Machen wir es gleich fertig. Die Maschine hat es uns eh nichts zu tun. Und wir gucken mal, ob wir den... ist die große Frage, in welcher der 12 Millionen Kisten hatten wir das? Ich wetten könnte, dass wir sowas schon hatten. Irgendwo. Achso, was ist hier eigentlich drin? Nichts. Überraschenderweise nichts. Mit dem Wassertank wissen wir noch gar nichts anzufangen. Oder haben wir den schon wieder weggeschmissen? Ich habe keine Ahnung. Ich komme nämlich mit in die Kiste rein, wenn ich irre. Oder? Dachte ich mir. Wir werden nachher noch eine Kiste für den Zeug anlegen, für tierischen Blödsinn. Aber ich habe ja auch noch keinen Stall und so. Nein, nicht die Kiste. Insofern ist das jetzt noch nicht ganz so wichtig. Und theoretisch grillen. Braucht Salz von Bauernladen. Keine Ahnung, was das wert wäre, aber wir können den Bauernladen Salz holen. Apfel haben wir noch einstecken. Können wir Emily noch beschenken. Die hat uns ja schließlich auch ihre Melonen gezeigt. Ehrlicherweise ist das... Mal so im Ernst, und die männlichen Zuschauer im Publikum. Ich korrigiere, die männlichen Zuschauer, die auf Frauen stehen. Interessiert das wirklich jemand, welche Oberweite die Frau hat? Wenn ich so im Bekanntenkreis rumfrage... Also so Menschen gibt's, aber die sind recht selten da. Salz. Oh, na, wenn das so ist. Ich weiß, wir wollen eigentlich Geld sammeln und nicht ausgeben, aber kommt schon. Schichtenkarotte. Tee. Das ist mir zu teuer. Chilischoten klingt auch interessant, aber die würde ich lieber anpflanzen. Das braucht mir irgendwas herzustellen. Stimmt, auch nicht schlecht. Hab im Moment für den ganzen Quatsch keinen Bedarf. Ich gehe da mal. Wie kommt ihr darauf, dass ich hier zahle? Emily ist nicht da. Ich höre merkwürdige Geräusche. Ich hoffe nicht von mir. Oder rieche ich jetzt gesalzen? Ich habe einen Stein in der Hand. Ich will damit niemanden kaputt machen. Gott, die olle Vettel schon wieder. Bloß weg hier. Ich wollte es nochmal testen. Ich denke bloß, dass hier nachts die Dinge rumtanzen oder sowas, ne? So als kleiner Gag. Hey, Emily! Hallo. Grüß dich! Ja, sie ist schon eine sehr hübsche Frau, ne? Mann, wäre das Datingleben heutzutage einfach, wenn man nicht Frauen mit Niveau gerne hätte. Guck mal her. Danke, ich hoffe, das gefällt mir. Was? Aha. Wie habe ich denn das jetzt zu verstehen? Das klingt ja richtig. Toll. Hier will ich ein Soziales, meine Güte. Du magst also keine Äpfel. Interessant. Wirklich sehr interessant. So, und welche dieser 12 Millionen Kisten haben wir jetzt den Faserstoff abgelegt? Wir beschleunigen mal den ganzen Prozess hier.
Hab ich doch nicht verkauft. Natürlich muss ich mich irren. Was zum Geier? Ein Schrumpfstrahler habe ich also auch. Okay. Warum auch nicht? Ah, wir brauchen noch einen Stachel. Für das war's. Mhm. Bronzeschwert. Geht klar. Ich wäre aber mehr für Eisentischschwert oder so, aber egal. Für den Moment besser als nichts. Die haben wir ja schon. Keine Bronzeraute? Ne, angerufen. Gut. Also fürs Bronzeschwert brauchen wir ein Übungsschwert, das wir auf erstaunliche Art und Weise nicht besitzen, weil wir ein fortgeschrittenes haben, natürlich. Dafür brauchen wir 8 Holz. Ich weiß, ich wollte in die Stadt gehen, aber es ist erst 13 Uhr. Macht mir ein bisschen Stress. Ich habe Tüfte. Danke. Hat sonst noch einer die Vermutung, dass Hass und Hass für den Hilgens arbeiten? Das wäre ja wirklich fürchterliche Vorstellung. Da wir den Ofen haben, müssen wir jetzt auch, wofür wir die Steinkohle brauchen. Achso, wo wir schon mal dabei sind. Nee, warte mal kurz, ich brauche noch was. Irgendwas, was man mit 12 Stunden Material machen kann. Der Bammer. Sehr schön. Damit wir überhaupt mal welche hergestellt haben. So, was brauchen wir jetzt? Bronzebarren, noch 4 Stück. Wie der Zufall so will, haben wir hier nicht genug. Zufälle. Echt zufällig. Das ist der falsche Gegenstand. Da ist die 3, meine Güte. Immer ein bisschen unterwegs sammeln. Bringt Erfahrungspunkte, wisst ihr doch. Produktiv sein und so. Ich komme bei Somia vorbei, da will ich auch was schenken können. Also. Jetzt. Wenn ich kein Geschenk für sie habe, dann hau ich eben einen auf die Nase. Tanja, stehst du gerade draußen rum? Nein. Das ist Mai und nicht Dolly. Hört auf, mich anzuklagen. Ich weiß es ja nun inzwischen auch. Oh, diese Kommentare immer. Du hast die Namen verwechselt. Wie kann man das? Du wohnst da mittlerweile. Du musst dich da auskennen. Bla bla bla. Was wollt ihr denn von mir? 6 Steinhocker. Na gut, das machen wir nebenbei. Ja, ich habe ja schon verstanden. Ich gebe den. Ja, bitte. Guck mal. Wo zum Geifer muss ich diese... Ja, hier. Guck mal. Du willst einen Töfter fahren? The quality is excellent. Good work. Since you finished the DD, I'm supposed to tell you to go see Mr. Mayor. He wants you to build some rope. Ja, Straßenschilder bauen, geht klar. Quatsch nicht so viel. Was willst du hier? Warum stehst du auf einmal hier rum? Willst du auch einen auf die Nase? Kriegst du bis gleich der nächste, mein Freund. Hä? Kristallstundenglas. Nee. Wir brauchen hier dringend 5 Sprinkler. Statt. Bitte hilf dabei, diesen Auftrag zu finden. Kohle. Was gibt's noch? Wieso nicht? Was habe ich denn noch für einen drinne, den ich vielleicht schon längst hätte machen müssen? Ein Trockengestell für Emily. Verbleibende Zeit, 7 Tage. Geht klar. Nein, jetzt nicht. Trockengestell für Emily. Machen wir auch kleiner.
Und was meint ihr? Wo stehen aktuell die Wetten in den Kommentaren? Wen werde ich am Ende heiraten? Respektive, wer muss uns heiraten gegen seinen Willen? There you are. Thank you for your help on completing the transport. Now that we have the vehicle, we need some stop signs to show folks where they can get on and off. Mhm. For the initiation of the system, I want 5 DD stops. I'm commissioning you to build and place 3 of them. What do you say? Oh, Lobbyismus ist doch was Tolles. Danke, ich nehme den Auftrag an. Now that I think about it, you probably don't have the necessary handbook diagram for this item. You need to go to the research center and talk. Kann der mir nicht gleich sagen, wie viele Discs ich dafür brauche? Und wieso dampfe ich so grün? Muss ich baden? Hi, Alice. Hello. How you doing? I hope more people will show up in Portia once the transportation system is complete. That way I can sell more flowers. Ah, eine kleine Kapitalistin. In dir steckt ja noch was, was? Dann lasse ich dich arbeiten. Lucy, long time no see. My kids don't get to see a lot of vehicles out here. They see the long distance buses and boats, an occasional plane, but that's about it. I've tried to tell them that there are more vehicles in Atara, but they have a hard time imagining it. Mhm. Ja, viele Fahrzeuge ist ein Unfug, kann ich mir nicht vorstellen. Da du schon Kinder hast und damit auch offensichtlich vergeben bist in diesem Spiel, das keine alleinerziehenden Frauen propagiert, kriegst du ihn auf die Nase. Kleines Sparring am Morgen, gegen Kummer und Sorgen. Und falls du eine alleinerziehende Mutter bist, die ich gerade geschlagen habe, tut mir das aufrichtig leid. Ah, oh. Gibst aber sehr viel Enthusiasmus beim Stillen von dir, möchte ich mal so festhalten. Wer ist denn dein Mann? Lass mich raten, der besonders männliche Typ? Ich hätte nie gedacht, dass ich verlieren könnte. Aha. Ich meine, so machen wir auch Geld, ne? Seht ihr, wie glücklich sie da wieder sitzt. Passagiere prügeln sich eh nicht. Moss! Hi! Komm, lass uns noch eine trainieren. Mit den Kindern hinten kann ich es ja nicht. Lass mich dir meine ganze Kraft zeigen. Was geht's? Ich brauche meine Boxhandschuhe. Sollte die immer dabei haben, habe ich das Gefühl. Ja, du sollst ihn wegrollen jetzt hier. Jo, do! Als ob man auf Fuma Simpson einprügelt, ja. Geht doch. Ich bin ein Held, weil ich die faule Dorfbevölkerung verprügel. Ich komme so toll vor. Was ist denn das hier? Aha. Hier wollt ihr eine Haltestelle am Forschungszentrum. Na klar. Das kennt man, wenn der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird, als allererstes beim örtlichen Robert-Koch-Institut. This should be a bench and a few signs, right? Let's see, for that I think we'll need 3 data disks. War ja klar. Kriegst du auf dem Rückweg eh auf dem Hintern. Na gut, 3 Datendisks. Dann gehen die uns nämlich auch schon wieder aus, möchte ich mal so festhalten an der Stelle. Na gut, hier ist eine Schule, da lohnt sich das mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und ja, wir haben einen Upgrade-Punkt. Das ist mir jetzt gerade ziemlich egal. Grüßt euch. Nein, ich habe nicht vor, jetzt irgendwelche Lamas auseinanderzunehmen. Hätte mir Salz holen können, oder? Wird ja schon Nacht hier, meine Güte. Schaffen wir das überhaupt noch? Mal gucken. Jetzt aber beeilen hier. Datendisk, schnell, ich brauche 3 davon. Ich sagte 3. Sag mal, welchen Teil von 3 habt ihr nicht verstanden? Ich kann sie auch unterwegs treffen, ne? Mit einem Stein oder so. Wachsen halt schon die Pflanzen am Rathaus hoch? Ja, wollte gerade sagen. Wo ist denn Sonja heute? Übt sie heimlich? Hintergeht sie mich? Arbeitet sie woanders? Wer weiß. Könnt ihr ein paar Blumen kaufen? Noch mehr Passagiere verprügeln oder so? Was macht so eine Frau glücklich? Reichen 3 verprügelte Passanten am Tag aus? Für manche ja. Nein, nicht du. Du. Mit dir will ich nicht reden. You have them. Great. It'll take a while to analyze all the data. Okay, dann kann ich ja mein komisches Dingsgestell bauen. Hey Jack, willst du dich prügeln? Nee, offenbar nicht.
Wieso prügel ich mich eigentlich mit den Frauen? Aber ich könnte auch Schere, Stein, Papier. Die Antwort ist ganz klar. Gutes Training und überhaupt. Okay. Was machst du hier? Yoga? So the mayor finally decided to implement his transportation system after all these years. See you. Ich spreche. Ja, ciao. Wenn man jetzt noch die richtige Taste drücken würde, ne? Das wird auch schon erntereif sein. Fast. Geröstetes Fleisch. So, ich wollte das Gestell machen, richtig? Braucht 6 Bronzerohre. Ach du heiliger Strohsack. Geht's nicht noch ein bisschen teurer? Ich brauche also noch 6 weitere Waren. Wie schön. Hier kommst du aus der Arbeit nicht mehr raus. Was? Benzin aufgebraucht? Ja, achso, Holz. Geht klar. Ist hier noch irgendwo ein Baum, den ich noch nie gefällt habe? Den kriege ich ja nicht kaputt. Es ist halt schwierig, mit einer Axt schräg den Baum über sich zu fällen. Kennt jeder Baum, Holzfäller, Baumfäller. Oh Mann, ich brauche dringend einen Cappuccino. Ich sollte bei diesem Spiel wirklich keine Doppelaufnahmen machen. Das nenne ich mal Schwungkraft, oh mein lieber Scholli. Komische Hitbox. Ist zu verkraften. Ist ja im Grunde nur nach wie vor, glaube ich, ein Early Access Titel. Wenn ich mich nicht irre, kommt beim Start immer die Botschaft mit, wir wollen noch das und Audio einbauen. Keine Ahnung. Was ich denen noch zutraue. Weil, also, ich habe schon durchaus ein... Wenn ich nichts gesagt hätte, wäre ich aufgefallen, dass es kein fertiges Spiel ist. Nicht dann betrachtet jetzt nicht unbedingt, oder? Ja, wir brauchen ja noch mehr Bronze dafür. Für das Bronzeschwert brauchen wir noch ein bisschen was. Fällt mir gerade so bescheiden auf. So, die können weiter produzieren, das ist mir egal. Und wir könnten jetzt anfangen abzulegen. Wieder was vergessen. Das war vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Ich. Ja, war ich jetzt in der Kiste oder? Ja, gut. Zack. Mensch, wo ist wofür, aber wir haben es. Und das ist doch das Wahre. So. Zack. Dann fühlt sich der Weizen gleich viel besser. Dessen Verwendungszweck wir noch immer nicht kennen, weil wir uns dem noch nicht gewidmet haben.
Und jetzt haben wir noch ein überflüssiges Übungsschwert, das wir verarbeiten wollen. Und den Faserstoff, den uns nicht die Bohnen interessiert im Moment. Kommt also erstmal mit hier rein. Oder auch nicht. Gut, das muss dann eben hier mit rein. Das kommt mit zwei Holzmaterialien zu einem tierischen Scheiß rein. Genau. Dankeschön. Und ich sehe gerade vom Inventar aus, kann man hier rumhinnen. Schön zu wissen. Wenn wir es einmal geöffnet haben. Bronzeschwert braucht. Noch zwei Bauern. Also ruhig immer ein paar mehr produzieren. Jetzt gehen wir schlafen. Das ist auch schon wieder lange genug, die Folge. Mehr können und wollen wir heute hier nicht machen. Ich bin so müde und habe ich Schwächen und morgen wieder. Bis dahin. Schön aus.